Ja, hallo, seid gegrüßt. Und zwar, das ist der erste Teil von dem, was ich euch gerne vorstellen möchte, und zwar ein USB-Verteiler. Kleine Vorgeschichte, ich habe wirklich in sehr vielen Jobs gesucht und musste auch feststellen, bei den Verteilern, gerade bei USB 3.0, sollte man wirklich sehr aufpassen. Ich weiß, die schrecklichste Geschichte war bei dx.com und das ist wirklich der schlechteste Shop, den ich jemals kennengelernt habe. Auch nach Jahren her. Es war vor 3 Jahren, war schon scheiße. Und das, was ich davor auch bekommen hatte, war auch nicht toll. Man wartet wirklich fast über 2 Monate auf sein Paket und ja, was war das Endeffekt von dem? Ich habe eigentlich jetzt sogar mehr bezahlt als hier bei Gearbest und die Dinger waren einfach nur Schrott. USB 2.0 wurde nur als 1.1 erkannt und der 3.0er lief zwar irgendwie, wurde aber doch nur als 2.0 erkannt. Und wenn man ein 3.0-Gerät eingesteckt hat, hieß es immer, man solle es dann doch in einem 3.0 reinstecken, weil dann die Performance höher ist. Ja, jedenfalls, es war einfach nur schrecklich. Ich habe mich lange Zeit nicht mehr getraut, etwas zu bestellen in der in diesem Produktreihe. Aber habe festgestellt, hiermit bin ich ganz gut bedient. Und zwar fangen wir mal mit dem 3.0er an. Der übrigens auch wirklich funktioniert hat. Und so sieht das Ganze aus. Hier zwei Ports, da zwei Ports. Hier den Anschluss für den, an den Rechner. Ja, und das war's. Es funktioniert wirklich. Keine Ausschweife, er wird wirklich als 3.0 erkannt. Die USB-Stick, Festplatten, es hat alles funktioniert. Ja, könnt ihr beruhigt kaufen. Und ihr habt nicht so einen Reinfall, wie ich mit DX hatte, die sich dann auch noch geweigert haben, das Ding zurückzunehmen. Habe ich hier ein Glück bei dem Shop nicht. Da läuft alles so, wie ich es gerne möchte. Die kommen eigentlich auch auf einen direkt zu. In meinem nächsten Video werde ich euch gleich das nächste vorstellen. Also schaltet einfach durch. Bis gleich.